Auf dem Namensschild steht Yen Wang. Ja, ist doch schön. Und hier? An der Tür steht Ming Li. Auf dem Namensschild steht Yang Xu. Yang Xu. Junger Xu. Was hier? Ein Nagel? Oh, den hätte ich aber jetzt übersehen gehabt. Ein nach oben gebogener Nagel. Ich kann ihn nicht herausziehen. Es ist nichts mehr drin. Okay. Mit diesem Blasebalg saugt Gas den Staub aus der Feinmechanik der Motoren meines Flugzeugs. Okay. Klopfen wir erstmal hier, würde ich sagen. Auf dem Namensschild steht nicht Yen Wang, sondern Yan Xu. Ich störe diese Leute lieber nicht. Okay. Hier bin ich falsch. Ich sollte versuchen, die Wohnung von Yen Wang zu finden und dort klopfen. Na gut, dann machen wir das mal. Okay, das hier scheint Jens Wohnung zu sein. Fenton? Kim? Ich dachte nicht... Komm doch rein. Danke. Woher weißt du? Oh, war nicht leicht, euch zu finden. So ein alter Kauz hat's mir verraten. Er brauchte ein Foto von deinem Onkel, um zu wissen, wen ich suche, und... Ich verstehe nicht. Naja, ist nicht so wichtig. Ich weiß, es ist lange her, aber ist Yen auch da? Du weißt es nicht? Was weiß ich nicht. Was willst du? Ich wollte eigentlich zu deinem Onkel. Warum? Wird das ein Verhör? Ich möchte mit ihm reden. Warum jetzt? Wieso bist du nicht früher gekommen? Er hat so lange darauf gewartet. Hat er? Naja, besser spät als nie. Du kommst zu spät, Fenton. Onkel Wang ist vor ein paar Tagen gestorben. Nein. Doch, ganz plötzlich. Das kann ich. Das tut mir so leid, Kim. Was tut dir denn leid? Dass du sein Vertrauen missbraucht und mit ihm seit über einem Jahr nicht geredet hast? Es tut mir leid, dass dein Onkel tot ist. Ich habe sein Vertrauen nicht missbraucht. Hast du nicht? Und wie nennst du das? Was du getan hast, ist furchtbar. Und dass du uns nie von dieser Sache erzählt hast, dass wir es von jemand anderem erfahren mussten, war das kein Vertrauensbruch? Ihr habt zusammen gearbeitet, ihr wart Freunde. Und für mich hast du zur Familie gehört. Wie konnten wir uns nur so in dir täuschen? Jemand anderer erzählt euch etwas und ihr glaubt es einfach. Ihr lest etwas in der Zeitung und denkt, dass darin die Wahrheit berichtet wird. Nennst du das Freundschaft? Wir konnten es ja auch nicht glauben, aber als mein Onkel mit dir darüber reden wollte, hast du ihn einfach stehen lassen, anstatt alles zu erklären. Und was man dir vorgeworfen hat, war doch nachprüfbar. 8 chinesische Arbeiter sind an diesem Abend erschossen worden. Was hätten wir denn deiner Meinung nach glauben sollen? Du hast ja geschwiegen. Weil ihr euch längst ein Urteil gebildet hattet. Dein Onkel packte seinen Kram zusammen und ist nie wieder zur Arbeit erschienen. Und wieso hast du dich nicht mit ihm ausgesprochen? Das sind alles nur Ausreden. Entweder gab es nichts zu erklären oder wir waren es dir nicht wert. Kim, das stimmt nicht. Und wie konntet ihr mir nur zutrauen, ein Massaker zu befehlen? Ihr habt mich doch gekannt. Das dachte ich zumindest. Ich dachte auch, dass wir über alles reden und uns alles erzählen können. Über diese Sache kann ich aber nicht reden. Und weshalb bist du dann hier? Ich wollte Yen um etwas bitten. Und worum? Um die Aufzeichnung in seiner Tibet-Expedition. Das ist der einzige Grund? Ja. Ich verstehe. Wofür brauchst du die Aufzeichnungen? Das kann ich dir leider auch nicht sagen. So, das kannst du mir also auch nicht sagen. Was denkst du dir eigentlich, Fenton Paddock? Du gehst jetzt besser. Kim, bitte. Diese Karten sind unheimlich wichtig für mich. Ach ja? Dann erklär mir, weshalb. Wenn ich dir vertrauen soll, dann vertrau du mir auch oder geh mir aus den Augen. Kim, ich will nicht, dass du in Schwierigkeiten gerätst. Hallo, Schätzchen. Oh, da habe ich wohl ein kleines Rendezvous gestört. Schätzchen? Sind Sie eigentlich noch ganz klar im Kopf? Halt die Klappe und hör mir genau zu. Ich will die Karten haben, die der alte Wuang auf seiner Tibet-Reise gezeichnet hat. Wo sind sie? Welche Karten? Und mein Onkel war nie in Tibet. Verschwende nicht meine Zeit, Mädchen. Sonst werde ich ungemütlich. Ich will alle Aufzeichnungen, die er aus Tibet mitgebracht hat. Und beeil dich. Sonst muss ich dich auf meine ganz spezielle Art motivieren. Nun mach schon, gib sie mir. Alles in Ordnung? Ja, wer ist das? Nun Tong, Chef einer Triade.
Hier, nimm seine Pistole und behalt ihn im Auge. Ich schau mal kurz raus. Wo er ist, sind seine Schergen meist nicht weit. Dachte ich mir doch. Zwei von denen bewachen den Vordereingang. Wie ich vermutet habe. Vor der Tür stehen noch zwei von denen. Warum will denn plötzlich jeder diese Karten? Wie bitte? Kurz bevor mein Onkel starb, tauchte Richard hier auf, dann du und jetzt diese Typen. Ich will wissen, was hier los ist. Richard? Hat Jenny ihm die Karten gezeigt? Ja, das ist jetzt ungefähr 3 Wochen her. Und hat Richard die Karten mitgenommen? Nein, Onkel Wang hat ihm Kopien gemacht. Dann sind die Originale also noch hier? Ja, mein Onkel hat mir noch kurz vor seinem Tod gesagt, dass ich gut darauf aufpassen soll. Okay, ich werde dir später alles erklären. Aber jetzt müssen wir hier schleunigst verschwinden. Ab sofort sind die hinter uns her. Und meiner Erfahrung nach ist mit denen nicht zu spaßen. Was ist denn an den Karten so besonders? Keine Ahnung. Und das soll ich dir glauben? Das solltest du, ja. Du wirst es mir also erklären? Ja, versprochen. Das ist deine letzte Chance, Fenton. Danke, Kim. Und jetzt? Wir müssen einen anderen Weg aus dem Haus finden. Gibt's hier einen Hinterausgang? Nicht, dass ich wüsste. Ich war aber auch nur ein paar Mal hier und kenne mich im Haus nicht besonders gut aus. Keine Sorge, mir fällt schon was ein. Irgendwie kommen wir hier raus, ohne dass die Typen uns sehen. So, na, dann haben wir jetzt erfahren, dass wir der Offizier waren, der das Massaker da angeblich befehligt hat. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir die Befehle von oben erhalten haben. Und die wollen am Ende natürlich nie von etwas wissen. Kennt man ja auch aus der Realität. Diese Bauernopfer. Hier haben wir noch ein Spruchband, da haben wir ein Spruchband. Dokumente. Zeitungsseiten. Kim und ich haben ihn voll erwischt. Wenn er wieder aufwacht, wird er ordentliche Kopfschmerzen haben und entsprechend sauer sein. Ich habe ihm seine Waffe abgenommen, das genügt. Kim hält ihn damit schon in Schach. Die Karten, die ich suche, hat Kim bereits bei sich. Ich sollte daher keine Zeit verschwenden. Ein Ziel ist nie zu hoch, man steht nur zu tief. Über Vergangenes mach dir keine Sorgen. Dem Kommenden wende dich zu. Vielleicht sollte ich das beherzigen. Ja, vielleicht. Die sind schon ein paar Wochen alt. Außerdem bin ich nicht zum Zeitunglesen hier. Yen Wangs kleine Nichte. Sie ist erwachsen geworden. Kim? Ja? Ist dir vielleicht doch noch eingefallen, ob es einen weiteren Ausgang gibt? Nein, ich war hier, wie gesagt, zu selten, um mich wirklich auszukennen. Keine Angst, ich finde einen Weg hier raus. Beeil dich bitte, die Typen auf der Straße werden sicher bald misstrauisch. So, haben wir hier noch irgendwas übersehen? Ja, haben wir natürlich. Den Kleiderbügel. Ein einfacher Kleiderbügel. Der Bügel ist aus Holz, der Haken aus Metall. Der Kleiderbügel passt exakt in den Hohlraum des Bambusstabs. Stab mit Haken. Okay. Ah, hier haben wir noch mehr. Was man mühelos erreichen kann, ist gewöhnlich nicht der Mühe wert, erreicht zu werden. Ich mag ja diese asiatischen Weisheiten. So, ein Tisch, Schuhe. Das hier, können wir auch nichts mit anfangen. Ich sehe nichts, was uns bei unserer Flucht helfen könnte. Ich muss vorsichtig sein. Sie dürfen mich nicht sehen. Ziemlich unangenehme Zeitgenossen. Und penetrant dazu. Die scheinen mich heute Nacht zu verfolgen. Der Wagen der Schläger. Oh, Lampion. Im Lampion brennt eine Kerze. Er hängt sehr weit vorn. Wenn ich mich über die Brüstung lehne, könnten mich die Triadentypen bemerken. Verstehe, dann nehmen wir doch den Stab mit Haken. Das sollte klappen. Ich muss aber trotzdem vorsichtig sein.
Im Lampion brennt eine Kerze. Die Kerze könnte ich auch einfach so auspusten. Aber warum sollte ich das tun? Sie spendet Licht in der Dunkelheit und bringt etwas wohlige Wärme in die kalte Nacht. Außerdem sieht ein leuchtender Lampion einfach viel schöner aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich lass die Kerze brennen. Dann lass die Kerze brennen. Ja, dann können wir wieder reingehen. Und dann gehen wir erstmal hier raus. Hey, da ist ja ein Fenster. Ziemlich kleines Fenster. Wenn mich mein räumliches Vorstellungsvermögen nicht täuscht, müsste man durch das Fenster in die Gasse neben dem Haus gelangen. Gehen wir uns am ersten oder Trigali an. Dieser Kram hier hilft mir leider nicht weiter. Okay. Ich sollte erst Kim holen und mit ihr gemeinsam von hier verschwinden. Ja, klar. Kim, ich habe draußen im Korridor ein Fenster gefunden. Lass uns von hier verschwinden. Na endlich, der Kerl kann jeden Moment wieder zu sich kommen. Ach, nochmal reintreten, dann pennt er nur... Mann, das weiter. Dauert. Der Boss müsste doch längst wieder da sein. Soll ich mal nachschauen, was da los ist? Nein, der Boss hat gesagt, dass wir hier warten sollen. Und Befehl ist Befehl, oder willst du dich mit Muntong anlegen? Warum hat das so lange gedauert, Boss? Hast du dich noch zum Tee einladen lassen? Halt's Maul! Das Mädchen war nicht allein. Dieser Paddock war bei ihr und hat ihr geholfen. Die sind gerade mit den Karten abgehauen. Paddock? Ich dachte an dem Knabbern schon die Fische. Falsch gedacht. Los jetzt, durchsucht die umliegenden Gassen und gebt den anderen Bescheid. Die können noch nicht weit sein. Diesmal zerquetsche ich diesen Paddock wie eine Laus. Halt, warte. Ich will erst schauen, ob die Luft rein ist. Was hast du jetzt vor, Fenton? Wir müssen zum Flughafen. In meinem Büro sind wir erstmal sicher. Dann kann ich dir alles in Ruhe erklären. Hierher! Wir haben sie gefunden! Verdammt! Kim! Der Motor des LKWs läuft. Spring rein und fahr los. Ich geb dir Deckung. Und was wird aus dir? Fahr los, ich spring dann auf die Ladefläche. Wir hauen mit dem LKW ab. Das sehe ich auch. Hol den Wagen. Verdammter Mist. Ich sollte versuchen, irgendwie auf den Truck zu kommen. Ja. Hiermit. Diese Konstruktion ist nicht stabil genug, um mich nach vorn zu ziehen. Ja super. Nun? Ich muss irgendwie da drauf kommen. Ich kann die Ladefläche so nicht erreichen. Uiuiui. Ui, ui. Sie fährt fantastisch. Für eine Frau. Kim! Ja? Brems ab! Spinnst du? Willst du, dass diese Typen dich überfahren? Verdammt. Wo Kim recht hat, hat sie recht. Dann. Die fährt fantastisch. Für eine Frau. Dann. Kim! Ja? Vielleicht schneller? Drück auf die Tube, Kim! Na schön, halt dich gut fest! Ich kann die Ladefläche so... was diese ist Diese Konstruktion los? Ist nicht stabil genug, um mich nach vorn zu ziehen. Mist, die Typen holen wieder auf! Ich kann nicht so lange Vollgas geben, sonst fliegt uns der Motor um die Ohren! Was soll ich hier machen? Diese Idioten machen sich einen Spaß daraus, so dicht wie möglich aufzufahren. Allerdings wird ihnen das Spielchen sicher schnell langweilig. Und dann werden sie ernst machen. Ich sollte also schleunigst versuchen, auf den LKW zu kommen. Ja, aber wie? Hallo? So viel Auswahl haben wir ja gar nicht. Können wir den dann hier irgendwie vorwerfen? Können wir nicht. Das bringt nichts. Diese Konstruktion ist nicht stabil genug, um mich nach vorn zu ziehen. Oh mein Gott!
Kim! Ja? Ach, jetzt verstehe ich. Kim, Vollgas! Okay, festhalten! Kim! Abbremsen! Okay, wie du willst. Alles in Ordnung? Ja, drück auf die Tube! Kim, solange diese Typen uns verfolgen, darfst du nicht zum Flughafen fahren. Schon klar. Irgendwelche Vorschläge? Bleib auf dieser Straße. Ich versuche, die Typen loszuwerden. In der Kiste sind Feuerwerkskörper. Eine ölverschmierte Plane. Offensichtlich sind einige Motorteile darunter. Die Scherbe ist beim Aufprall aus der Frontscheibe des Chevrolets gebrochen. Wechseln, jo. Wir können wechseln. Dort hängt ein kleiner Schlüssel. Das ist ein Zigarrenanzünder. Wenn man ihn anschaltet, erhitzt er sich. Ich rauche nicht und sehe im Moment auch sonst keinen Grund, das Ding anzuschalten. Okay. Haben wir hier sonst noch was? Durch die Öffnung kann ich Fenton auf der Ladefläche sehen. Können wir den Schlüssel rausgeben? Können wir. Dann wechseln wir, dann haben wir jetzt den Schlüssel. Wir öffnen das auf. Die Plane ist fest verschnürt. Ich kann sie nicht wegziehen. Okay. Ich nehme mal ein paar der Raketen raus. So, jetzt haben wir die Raketen. Dann wechseln wir wieder zu Kim. Ich rauche nicht und sehe im Moment... So rein persönlich halte ich das für keine besonders gute Idee. Ich rauche nicht und sehe nur chinesische Feuerwerksraketen. Ja, mach die an. So rein persönlich halte ich das für keine besonders gute Idee. Warum nicht? Lady, mach die an. Warum machst du die nicht an? Wechseln wir erst mal hier hin. Ich habe bereits ein paar Raketen herausgenommen. Die reichen mir vorerst. Die Scherbe liegt zu weit vorn. Die Typen knallen mich ab, wenn ich versuche, sie zu holen. Okay. Mit dem Haken? Ja, damit könnte ich die Scherbe zu mir herziehen. Ach, jetzt verstehe ich, was wir machen müssen. Mit der Scherbe schneiden wir die Planen da auf. Wow. Montong hat mich nur knapp verfehlt. Dafür aber den Bambusstab glatt in der Mitte durchschossen. Die Scherbe liegt zu weit vorn. Die Typen knallen mich ab, wenn ich versuche, sie zu holen. Okay.